wieder auf der Altkirche unterwegs. Wir haben es in den letzten Folgen ja hier irgendwo stehen geblieben. Und ich werde es alles so immer so raufskratzen. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 27. Folge, soweit ich weiß. Und ich bin mal gespannt, was uns heute erwartet. Also, wir sind heute komplett alleine auf dem Karschbacher Karhof. Das heißt, wir müssen schauen, alles, was wir machen. Ich glaube, hier unten, hier unten noch nicht fertig. Hier unten waren wir, glaube ich, noch nicht fertig. Das heißt, wir suchen jetzt unseren Ladewagen, den Träger dazu und dann fahren wir einfach mal raus, würde ich sagen. Willkommen bei. Okay, gut, das muss ich auch schon mal. Diesel, 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 das. So, genau. So, 1050 Ti. Genau, 1050 Ti, ja klar, ne? Ich habe auch immer diesen im Schrank. So. Genau. Auf geht's mit dem 1050. Der Ladewagen hatte ich hier stehen. So. Ich glaube, du hast ein bisschen schlecht, wie ich gerade irgendwas habe. Das war dann der Ladewagen. So. Klappe zu, auf der Tut. Das Ding ist zu. Genau, dann fahren wir mal, würde ich sagen. Genau. Dann fahren wir dann mal nämlich runter, schauen, ob wir irgendwas einsammeln können. Krass. Wir haben in der letzten Vergangenheit relativ viel gemäht. Ich glaube drüben beim sag ja beim sag schon beim wie heißt das Ding jetzt beim Flugplatz haben wir glaube ich was noch zum Einsammeln. Aber gut, müssen wir gleich sehen. Schon alles gemerkt. Ich glaube, hier unten ist soweit schon alles gemerkt. Das ist gut. Ich glaube, dann ist da hinten beim Flugfeld irgendwo noch was. Ja, ist alles gemerkt. Das ist schon alles gut. Nicht deren Ernst jetzt, oder? Wie wir am besten zum Feld dahin kommen. Wir fahren hier hinauf.
die Straße, biegen rechts. Dann ich noch mal rechts ab. Na gut. Da sind wir schon eng gekommen, denke ich mal. Wir werden ja sehen. Genau. Dann fahren wir uns einfach mal da hoch. Im Hintergrund machen wir mal Musik nochmal. So, ich kann das mal abkürzen. So. Na komm. Genau. Auf den Chat schaue ich wieder eigentlich was zu tun. Feuer. Genau. Willkommen bei der Karl-Sparer-Agra auf der Einkehr. Der nächste Teil Mitarbeiter wird gleich zu da sein. Bitte haben Sie einen Moment. Geduld. Peace. Wir machen eine Karl-Sparer-Agra. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ach, so weit, so gut. Heute alleine im Kapuf. Leider ja, heute bin ich allein in der Karlsprache unterwegs. Da bin ich gerade auch ein bisschen unter Druck, aber mein. Ja, ich habe gehört, da ist einiges Wildes letzte Woche passiert. Ja, das kannst du wohl sagen. Ich war ja letzte Woche mich um Export von unseren Geräten auf der Bavaria gekümmert. Oder bei dir eher, weil. Bei mir, Entschuldigung. Weil ich ja im LU noch dort drüben bleibe, wer weiß, ob wir irgendwann nochmal auf die Bavaria wechseln, weil bin ich halt als LU dort da unterwegs. Aber ja. Ja, bei mir ist jetzt alles drüben. Und jetzt kann endlich mal richtig gearbeitet werden. Nicht immer allein Maschinen zu haben. Die Zeit mit dem 820er, da kannst du halt viel machen. Jetzt kann ich endlich mal Paletten auch laden. Denk mal nach, ich habe eine 820er auf der Oberbayern. Ja, wie gesagt, ne? Jetzt habe ich halt wieder mein 724, mein Herzstück. Blöder Ballenwagen, wo ich Paletten draufladen kann. So. Aber wo ich halt noch nicht wegfahre. Einfach nur draufladen erstmal. Nice, ich darf wieder um, weil dieser Zug den Berg nicht draufkommt. Ist doch jetzt ein Witz, Leute, ne? Oh, ich hasse diesen Zug hier. Und wie war's gestern letzte Woche beim End? Wild oder nicht wild? Es war einiges los, aber es geht. Von heute ist nichts los. Na, verschreit, ich muss nicht zuschauen. Der erste Anruf, ne? Ja. Und mal wieder sind ein paar. Ist die blockiert der Zug, die Hauptzufahrt, wo ich hin will. Man muss jetzt ein bisschen schauen. So.
Ja, dann würde ich wieder auflegen. Ja, dann hau rein da. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dein Kumpel oder ein Channel als Co-Follower. Genau. Schauen wir, dass wir uns aber jetzt unten rum einfach fahren. Hier können wir Straße sammeln. Hier haben wir noch was zum Tun, würde ich sagen. Nein.
Mann. Was ist das? Hallo Tom Raffi, schön, dass du einschaltest. Wassertose, mein Moin, schön, dass du einschaltest. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen schönen Tag oder schönes Wochenende noch. Aber ja, mal schauen.
Ich hoffe, euch geht's so weiter, aber gut. Okay, keine Ahnung, was es war, aber gut. Also, okay, dann. So, ich Tag. Also, moin. Moin. Entschuldigung, dass ich so komisch angefahren bin, aber ich habe mal eine Frage an Sie. Jo. Moment. Ja, moin. Moin. Sie arbeiten für den Herr Smart, ne? Jo. Wird wegen dem Hackerangriff, den ich jetzt heute mal erhört habe, würden Sie Ihnen sowas zutrauen? Den kann Herrn Smart was zuzutrauen. Nun, es ist schwierig, weil ich dadurch, dass ich am MF Kunze und mit dem Karl-Heinz Schmerz sehr eng auch zusammenarbeite. Ich bin eigentlich die Zweigstelle vom LU, vom Oberbayern eigentlich normalerweise. Aber ich bin halt zurzeit auf Altkirche zurzeit unterwegs und helfe dem LU zurzeit halt aus. Ob ich ihm sowas zutrauen würde? Ich weiß es nicht ganz genau, ob ich ihm sowas überhaupt zutrauen würde. Er ist eigentlich ein sehr netter Mensch, wenn man ihn mal richtig kennt. Also ich würde Ihnen normalerweise sowas nicht zutrauen. Also nicht? Nee, also nicht. Gut, da der heute nicht da ist, kann ich ihn nicht persönlich fragen, aber man kann sich an die Mitarbeiter ja wenden. Genau. Kann man sich gern wenden. Gut, dann würde ich, das reicht mir schon, dann werde ich das vermerken mir. Jo. Und werde mich dann nochmal, wenn der Herr Smart da ist, melden. Alles klar, gut. Gut, tschüss. Tschüss.
öfter. Und mit diesen kleinen Worten, ja, beende ich erstmal die Folge. Aber wir sind mit weiterhin laufen. Und ich mache jetzt die Abmoderation für die Folge. Ihr werdet die Folgen auch noch parallel bekommen auf dem YouTube-Kanal. Aber ich werde das alles in einem YouTube-Kompakt zusammenhalten. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist. Like, Abo, Glocke und den Kommentar dazu. Das würde mich so freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Euer Blaublitz. Ciao, ciao.